Also ich habe mich jetzt einmal für das Grün hier entschieden und für das Beige. Ich nehme immer eine hellere Farbe meistens, weil ich sehr gerne mag, den Ringfinger zu highlighten an beiden Seiten, damit er ein bisschen hervorkommt und man eine kleine Abwechslung hat. Und ich habe mich für das Grün und das Beige entschieden, weil ich morgen ein Outfit anziehen werde mit einer grünen Hose und ich glaube, dass der Nagellack sehr gut dazu passen wird.大家可以看我这个也是自己设计的，这个是黑色的，然后这边是涂了一个黑色，然后闪了一些银粉，然后这个是纯银的，然后黑色，然后是相对的，然后最后是黑色，是不是也很好看？美甲做完了，食指呢做了一个闪银片的，然后呢，无名指我做了一个小姐姐刚才选的那两个颜色混搭，是不是还是很漂亮的 ？You like it? Yes. 好了，今天我们的美甲视频就到这里啦，给大家展示一下我的黑色，还有小姐姐的绿色。希望大家每天也能够美美的，有美美的指甲，有美美的心情，一起开心快乐的生活。我们下次再见啦，拜拜 ，Cheers，Cheers。